Willkommen zurück zu Darksiders 2. Ja, ich glaube, wir sind am Ende des Seelenlenkers Labyrinth. Teleportier tiefer ins... Na gut, tiefer? Aufstieg. Ich meine, wir haben keinen. Okay. Da kommt das mal irgendeiner. Tun wir mal zugucken ein bisschen. So ein bisschen mit draufballern. So, der ist Geschichte. Halt, hier läuft noch einer. Okay, den mag ich besonders gar nicht. Okay. Da greifen wir mit an. Ein General. Okay, jetzt kriegen wir, glaube ich, den Dicken, den habe ich ja vorhin schon richtig oft gemacht. Komm, du entgehst meinem Feuer nicht. Ja, ich weiß. Am besten hast du es ja, liebstes ja von hinten, ne? Das hat sich jetzt blöd angehört, ich weiß. Ich meine jetzt, dass ich den von hinten angreife. Und Riese! Den hatten wir ja auch schon mal. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Aber der Riese dürfte auch kein Problem sein. So. Ja, und nu? Ich habe ja keine weiteren Schriftrollen. Das ist jetzt... das ist jetzt echt blöd. Ich habe ja auch keine gefunden. Und ich werde mir bestimmt nicht auf die Suche machen nach... noch weitere... Boah, ey, ja, wir haben ja keine mehr. 9 haben wir ja zum Schluss gemacht. Gibt's da echt noch für Schriftrollen für 10? Ich hatte aber nur 9. Und da habe ich auch alle gefunden. Nee, es geht nicht weiter. 9 war die letzte. Tja. Und ich weiß jetzt nicht die Kombination. Ich könnte jetzt zwar im Internet gucken, aber das ist mir dann auch zu blöd. Ja, dann war's das. Also ich, vielleicht mache ich das. Ich weiß nicht. Vielleicht gucke ich auch im Internet. Ich weiß es noch nicht. Ne? Ansonsten war's das hier erstmal. Ich würde natürlich schon so kurz vorm Ziel, aber wenn ich jetzt rausgehe, würde ich ja hier wieder landen, ne? Wenn ich dann von die 10 beide hätte. Moment, ich mache mal hier einen kleinen Cut und ich schaue mal schnell nach, weil es ist jetzt blöd, wenn ich euch das nicht zeigen kann. Also, bis gleich. Willkommen zurück. So, Darksiders 2. Ja, ich habe schnell mal geguckt und habe mir die Koordinaten für die Schriftrolle 10 und 10 Geheimnis aufgeschrieben. Also, das habe ich jetzt nur gemacht. Normalerweise mache ich sowas nicht, aber ich habe das jetzt nur gemacht, um euch das zu zeigen und um auch gegen den Boss, also den Seelenlenker selber, weil wir ja schon so weit gekommen sind. So, also hier war jetzt, Moment, ich muss jetzt, also als erstes gehen wir mal den Geheimnis auf die Spur. Da müssen wir erstmal nach Norn. Norn habe ich gesagt. Norn, Süden, Osten, Westen. So. Ah.
glaube, den Seelenlenker selber habe ich auch noch nie gemacht. Ach, gleich zwei von euch. Ist ja wieder super. So, jetzt nach Süden. Süden, da einmal hin. Also ich weiß weder, wie stark der ist, was der macht und keine Ahnung. Ich habe den, wie gesagt, mir auch noch nie angeguckt in einem anderen Let's Play oder so. Ist für mich dann quasi auch komplett blind. Ach, der Dicke wieder. Der Dicke braucht etwas länger. Oh ja. Musste erstmal kotzen oder was? So, jetzt nach Osten. Einmal da lang. Ja, ja. Ich nehme mal den hier. Gift-Tiny. So, und ja, meine Reaper-Figur setze ich mit Absicht nicht ein, weil die will ich mir auf jeden Fall jetzt aufheben für... So, den haben wir schon. So, und jetzt noch nach Westen. Da müsste eigentlich dann schon der Schatz rumliegen. Westen geht's da lang. So, da haben wir ihn. Unmöglich. Heilen kann ich mich auch nicht, nee. Ja gut, einen Trank könnte man jetzt hier noch mitnehmen, aber ansonsten war auch nur Geld und weiß das gar nicht, was noch dabei war. Dann geht's jetzt zum, ja, Westen, wenn wir die erledigt haben. Und geht mal auf den, kommt sonst keiner? Ja, okay. Ah, ein General kommt noch. Er schlagt tot. Ich werde dein Herz verschlingen. Okay. Den habe ich ja ganz gut. Weg. Weg, du weg hier. Hm, die sind auch schon Level 20 jetzt auf einmal. Kommt noch einer? Oh nö. Komm schon. Noch einer? Oh, ein Riese. Okay. So. Jetzt müssen wir nach Westen. Nach Westen. So,
einmal der große. Oh, zweimal. Da lasse ich mal noch die Krähen los. Ey. Zwei von euch ist aber schon. Jetzt ist aber gut hier. So, Moment, du kriegst noch mal. Ich muss alleine gehen. Ja, ja. Kriegst du mal die Gule. So, jetzt nach Osten. Einmal nach Osten. Wer gibt uns die Ehre? Ach, hier Mr. Knochenriese. Und Gift-Heini. So, nach Norden. Da lang. Und dann noch einmal nach Süden und nach Westen. Oh, dieser Dicke. Ich mag diesen Gegner nicht. Vor allem, wenn da zwei sind. So, jetzt nach Süden. Süden, Süden, Süden. Da. Und das ist echt hier auch schon wie eine Arena. Alter, dass die einen immer nicht genug gleich wegschubsen müssen. So, das hätten wir. Und jetzt nur noch nach Westen. Und da müsste dann eigentlich der Boss sein. Ich habe noch alle Heiltränke. Okay, hier geht es noch weiter runter zur Treppe. Aber erstmal gibt es hier noch ein wenig kaputt zu machen. So, dann bin ich mal gespannt.
ganz schön heftig. Das ist ja auch wie eine Arena. Das ist dasselbe wie bei der Feuerprobe. Da musst du echt Welle gegen Welle bestehen. Und ich habe mir überlegt, ich werde die Feuerprobe nicht machen, weil ich damals privat habe ich bis Welle 50 gemacht und ich konnte danach echt 2 Wochen lang meine Hand nicht mehr bewegen. So doll hat die wehgetan, die ganzen Finger und alles. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, habe mich dann entschlossen, weil das ja hier auch schon arenamäßig, ne? Und ja, wenn ihr dann die Feuerproben sehen wollt, die müsst ihr euch dann leider woanders angucken. Ich zeige euch dann aber hier nach noch, dann holen wir noch den letzten Zwerg, die Figur, also die Zwergenfigur, die holen wir noch, die letzte. Und dann mache ich noch die DLCs, die 3, ne? Also die Feuerproben habe ich mir überlegt, nicht, weil wenn ich die Feuerprobe euch machen würde, könnte ich danach auf keinen Fall mehr die DLCs machen, weil mir die Hände sowas von wehtun würden. Das weiß ich jetzt schon. Habe ich leider, ist mir leider zu spät, habe ich mich leider zu spät dran erinnert, wie das gewesen ist. Ist ja auch schon ewig her. 1000 Jahre lang die Krone lag, ihr wahrer Träger sie nicht mag. Der sieht das ja aus. Reich voll Hass und Angst, du nie mehr hierher gelangst. Ey, wieso konnte ich mich nicht bewegen gerade? Schwein hat mich vorher schon angegriffen. So. Okay. Gibt er natürlich gute. Oh, der hat ein Schutzschild. Das heißt, wir müssen erstmal hier die Skelette töten. Hier kann man sich auch wieder ein bisschen aufladen. Oh, aber die Bogenschützen hier. So. Hier hast du. Weißt du was? Hier kriegst du auch noch. Alter, der stößt mich ja immer übelst weg. Ich habe gar nicht gesehen, welches Level der ist. Ah, er hat schon wieder. Okay, anscheinend ruft er hier immer. Man kriegt hier auch gut Schaden. Aber wenn die Bogenschützen immer wegrennen würden. Das alleine schon wieder für ein Gedrücke hier ist. Das nützt nichts. So, ich gehe mal weg kurz. Nochmal die. Ich werde mal jetzt einen Heiltrank dazu hauen. Oh yeah. Ein General. Kann ich mich mal bewegen? General ist scheiße. Hey, greif doch nicht den an. Jetzt greifen die den an. Die sollen den General angreifen. Alter, Alter. Was ist denn jetzt los? Leute, ihr müsst den... Wieso visiert er auch nicht den General an? Ich muss alleine gehen. Oh, mein Freundchen.
Hui, Henkershaken. Boah, die Henkershaken sind brutale Waffen, die ein schnelles und übles Ende bereiten sollen. Gemäß der Aufzeichnungen im Skriptorium haben diese Waffen bei vielen Gefangenen, die sich den feurigen Rat widersetzt hatten, das gefällte Urteil umgesetzt. Mit schweren Schlägen, die aufeinander aufbauen, verursachen diese Haken schreckliche Wunden. Okay. Ah, wir haben die Krone der Toten. Och, tut mir leid, dass ich das nicht gelesen habe. So, den Trank nehmen wir uns auch mit. Oh, der war schon, jetzt vor allen Dingen am Schluss hier, wo er den General gerufen hat, den konnte man gar nicht anvisieren, den General. Der hat immer diesen anderen mit dem Schutzschild eben, ne? Den Seelenlenker hat er immer angewählt. Ich hätte jetzt echt... So, hier, geht zurück. Ja, hier geht's zurück. War dann jetzt hier noch irgendwas? Wieso geht hier eine Treppe runter? Seine Schatzkammer oder so? Tatsächlich, da hinten steht noch eine arschgeile Kiste. Aber hier gibt's nichts zum Kaputtmachen, ne? Nee. Hätte sein können. Wieso ist hier... Doch, das kann man. Das konnte ich kaputt machen. Aber ich glaube nicht, dass hier dann noch eine Kiste kommt. Das ist ja schon eine besondere. Ich kann nicht. Okay. Unmöglich. Okay, haben wir denn echt jetzt von den Zweitwaffen so viele? Ah ja, das sind aber auch alles gute Waffen. Feuerschaden. Hier ist Kraft drin, ne? Ach, das sind diese Henkersdinger. Aha. Okay. Ist eh nur ein Großhammer, ne? Ich kann nicht. Ja. Unmöglich. Was hast du hier unmöglich? Den kannst du doch noch mitnehmen. Hier haben wir doch noch was zum Zerstören. War hier jetzt auch noch ein... Nee. Na gut. Dann war's das. Hier mit dem Seelenlenker. Ach, hier ist doch noch einiges kaputt zu machen. Den kann man nicht kaputt machen. Nee, ich glaube nicht, dass hier eine extra Kiste noch kommen würde. Nee, glaube ich nicht. So. Boah, meine Hand tut jetzt schon weh. Der Kampf war echt stressig. Also das ganze Labyrinth, würde ich jetzt mal sagen. So, hier war aber jetzt kein Eingang mehr, ne? Okay. Na gut, da konnte ich euch das wenigstens noch zeigen. So, jetzt haben wir ja die Krone. Und die können wir jetzt natürlich zum Dings bringen. Weiß nicht, konnte man hier so einfach zurück? Ich gucke mal. Ich glaube schon. Ja, mit der Feuerprobe. Ich hätte es euch echt gern gezeigt, aber ich habe mich erinnert, das machen meine Hände leider nicht mehr mit. Deswegen spiele ich ja auch so eine Spiele wie Tekken oder sowas, so eine, wo man gegeneinander nur kämpft und so. Deswegen spiele ich so eine Spiele gar nicht erst. Weil da kriege ich dann auch immer Probleme. So. Er will uns holen. Dies wird ein Grab.
Normalerweise müsste ich doch jetzt, Moment mal. Wo ist denn die Karte? Wir können dann auch noch einiges verkaufen. Wir müssten jetzt, glaube ich, genau hierher. Ja, reisen wir erstmal dahin. Dann können wir gleich einen Artefakt auch noch verkaufen. Derzeit nicht für. Ach, weil ich im Kampf stehe. Kommen die angerannt? Ja. Du hast das getan. Nein, das warst du. Angriff. Mein Gott, da kommt man gerade aus dem Labyrinth, hat gekämpft wie so ein Irrer und muss sich gleich hier weiterschlagen. So, noch einer. Jetzt müsste ich aber reisen können, ne? Ja, wenn man nämlich im Kampf ist, kann man nicht reisen. Also quasi, wenn euch die Gegner hinterherlaufen noch. So, ich denke mal, dass ich die Quest dann hier abgeben kann, oder? Beim Kanzler, ne? Genau. Ja, ja, beim Kanzler oben. Vorher gehen wir aber mal zu Ostjot. Bitte. Wir haben ja noch, wir haben ja noch, und ich würde mal sagen, machen wir gleich. Moment. Machen wir was anderes. Ich mach mal die Sensen hier. Genau, ob ich hier noch was reinschmeißen kann. Und ich will jetzt wirklich nur kritischen Schaden und sowas reinschmeißen. Wie diese hier zum Beispiel. Tödliche Handschuhe des Feuers. Die können rein. Kraft kann auch rein. Kritischer Schaden kann rein. Nein. Nein. Die nicht. Verteidigung auch nicht. Okay, das war's schon. Genau, dann bleibt das erstmal so. Dann verkaufe ich ihm nämlich alle Waffen, auch diese legendären und so, die die wir von Anfang an bekommen haben. Die will ich jetzt alle mal verkaufen. Nicht kaufen, mach wieder nicht den Fehler. Also wie hier, die Sensen. Obwohl, warte mal, ich hatte doch hier... Die habe ich ja ausgerüstet, ne? Meine guten Sensen. Und die Besessenen verkaufe ich auch nicht. Ja, schwarzes Ableben. Haben wir ausprobiert gehabt, aber jetzt so besser waren sie auch nicht. So, also weg damit. Kann alles weg. Weil das ist alles Platz, den wir gut gebrauchen können. So, die auch weg. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. So, dann hier genauso. Hier heben wir uns nur die nicht dunkler... Ne, warte mal, war das dunkler Rächer, die wir gekriegt hatten? Ne. Muss ich erstmal nachschauen. Die Henkershaken haben wir bekommen. Die behalten wir. Ja, den hätten wir nochmal aufrüsten können. Kann alles weg. Ich weiß nicht, wie ihr das... wie ihr das immer gemacht habt, ob ihr alles wirklich behalten habt, dann ich kann es ja auch nirgendwo weglegen, ne? Ja, den haben wir auch nicht aufgewertet, aber ja, das wird das Einzige, was ich mal behalte, ist diese Haken hier. So, dann hier haben wir auch unsere Rüstung, kann alles weg. Genau wie hier. Ja, das. So, außer bei die
Bei die Tagesmänner weiß ich jetzt gar... Ach, der liegt hier drin, ne? Die Krone des Toten. Muss ich die anlegen? Ach so, ich hatte ja noch ein Artefakt. Stimmt ja. Ganz vergessen. Nein, verkaufen. Lohnt sich das eigentlich nochmal zu den Steinkunden? Ne, da haben wir ein, zwei... Ja doch, könnten wir auch nochmal hin. Drei will er ja nur. Ja, Zwerg holen wir uns dann hier nach. Hier fehlen uns auch noch drei Seiten, aber... Ich sag ja, die vierte habe ich immer nie gefunden, also zusammengekriegt. So, hier ist nochmal... Ja gut. Ein fairer Preis. Kriegen wir noch ein bisschen Geld. So, muss ich die jetzt ausrüsten oder so? Ach, die ist erst Stufe 22. Ah, nur gefundenes Geld. Naja, jedenfalls sollen wir ja da hoch. Aber das erst im nächsten Part, Leute. Da gehen wir hoch, gehen wir die ab. Und dann werden wir uns auf der Suche nach den letzten Zwergenfigur machen. Also ihr wisst schon hier die, wie heißt die noch jetzt? Ja, Gnomerzgnom, genau. Da holen wir uns die vierte, die letzte. Und mal sehen, was es da dann noch gibt. Jo, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darksiders 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.